Hallo, 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 ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag, guten Abend. Wann auch immer oder guten Morgen, wann auch immer du den Beitrag hier hörst, dir anschaust. Ich habe gerade so zwei interessante Überschriften im Internet entdeckt. Und zwar das eine, Bankenpleite in den USA. Und ob jetzt auch Konteninhaber Deutschland, Österreich, Schweiz auch um ihre Ersparnisse bangen müssen, also um ihr Geld bangen müssen. Und das andere war eine Eilmeldung, dass Galeria Kaufhof wohl Filialen schließt, 52 Filialen schließt. Wie viel und wo ist egal. Es geht um das Prinzip. Es geht einfach um das Prinzip. Weil wir fühlen uns diesen Situationen dann oftmals so ausgeliefert. Und es ist ja auch verständlich, wenn man so im Hamsterrad, sag ich jetzt mal, so in der gelebt werden Falle in meinem Sprachjargon so drinsteckt, wie ich das ja bis vor wenigen Jahren auch noch war, als ich so unglücklich am Arbeitsplatz gehockt habe, andere da draußen beobachtet habe, die ein freies Leben geführt haben und mich gefragt habe, wie machen die das nur, weil ich das auch gerne gehabt hätte. Und deshalb habe ich jetzt hier mal so den Impuls, ein paar Gedanken mit dir zu teilen, weil es ist zwar eine, ja, vielleicht unbequeme Entscheidung zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich endgültig mal der Hinweis vom Universum, dass ich in meinem Leben was verändern darf, dass ich aufhören darf, Dinge zu machen, so wie ich sie bisher gemacht habe. Was meine ich damit? Wir sind ja alle so, also meine Generation oder überhaupt so unsere Generation, das ist ja bis eben noch so üblich, damit groß geworden, dass man ein Konto hat bei einer Bank des Vertrauens und über die alles regelt. Ich denke, durch diese ganze Finanzkrise, ohne jetzt da ins Detail einzusteigen, was da die letzten Jahre überhaupt sichtbar wird und in der Zukunft wahrscheinlich sich noch verstärken wird, was für eine Botschaft ist das vom Universum im Grunde genommen für dich? Und deshalb teile ich das hier mit dir, mal drüber nachzudenken, in der Richtung ein paar Dinge mal anders zu machen, mal umzudenken im Hinblick auf die Finanzen. Was meine ich damit? Nur vielleicht wäre es ganz klug, mal in die Verantwortung selbst zu gehen für sein Leben. Und das nicht nur auf der finanziellen Ebene, weil da sind wir auch bei dem zweiten Beitrag, den ich mir an, also nur die, ich habe jeweils nur die Überschrift gelesen. Mehr wollte ich gar nicht lesen, weil mich tangiert das eh nicht. Wenn ich das jetzt so sage, mich tangiert das eh nicht, das ist auch der Grund, warum ich das Video hier für dich aufnehme, weil du hast die freie Entscheidung, wie weit dich das jetzt weiterhin tangiert oder ob du sagst, hey, ich steige da aus, ich gehe jetzt andere Wege. Denn auch im Hinblick auf den Arbeitsplatz. Ich habe mir ja mal eine Stelle im öffentlichen Dienst gesucht, einfach unter dem Aspekt, dann habe ich einen sicheren Job, kann mir nichts passieren, kann ich bis zur Rente da bleiben und keine Ahnung, was ich mir früher bei gedacht habe, habe ein sicheres Einkommen und da kann mir nichts passieren, so nach dem Motto. Nur ich habe mich zunehmend, und lausch da mal in dich hinein, unwohl am Arbeitsplatz gefühlt, fehl am Arbeitsplatz gefühlt. Und vor allem, wenn ich so die Gehaltstabelle gesehen habe, da war mir klar, damit kann ich nicht finanziell frei werden, damit kann ich mich von keinem System lösen. Damit bin ich immer darauf angewiesen, dass andere über mich bestimmen, in dem Fall der Arbeitgeber und natürlich auch das Bankensystem, wie viel Geld ich zur Verfügung habe und was mir aufs Konto überwiesen wird. Und das meine ich mit Selbstverantwortung.
ich denke, diese Dinge, wenn es an mir schon jetzt nicht vorbeigeht, dass ich solche Überschriften mal lese, wird es dich mehr oder weniger auch tangieren, dass auch Existenzängste aufkommen oder keine Ahnung, wo du vielleicht verstärkt drüber nachdenkst, wo soll das alles hinführen? Das wird ja immer schlimmer und und. Du hast die Möglichkeiten, das ist die Botschaft vom Universum, da wirklich auszusteigen, neu zu entscheiden, neu zu denken, anders zu handeln, damit du andere Ergebnisse in deinem Leben erzielst. Weil, das ist mal bei dem nächsten Punkt, was für viele so ein Thema ist, Selbstliebe. Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Dann wirst du wohl, ich gehe mal von aus, mir auch sagen, ja, das bin ich selbst. Natürlich bist du das selbst. Aber Selbstliebe hat ganz viel auch damit zu tun, dass du auf allen Ebenen wirklich gut für dich sorgst. Nicht nur einmal im Monat dir vielleicht einen Spa-Termin gönnst, nicht nur einmal im Monat vielleicht einen Kosmetiktermin dir gönnst oder was auch immer, sondern dass du wirklich so bei dir selbst ankommst, dass du ganz klar weißt, das ist der wahre Grund meines Daseins hier und dass du auch wirklich komplett in die Verantwortung für dein Leben gehst, also wirklich selbstbestimmt und frei lebst. Das Hamsterrad verlässt, die Gelebtwerdenfalle verlässt. Und im Hinblick auch auf Geld, mal die ganzen Geldglaubenssätze änderst, weil Glaubenssätze sind nichts anderes als Sätze, die wir glauben. Also auch Geldthemen in die Heilung bringst. Und es hat ganz viel damit zu tun auch, dass wir nicht nur bei einer Institution ein Konto haben und genau wie wir bis gestern noch zu einem Arzt des Vertrauens gehen und er sagt, was mit unserem Körper ist, wenn unsere Seele uns Botschaften auf der körperlichen Ebene schon schickt. Hat mir gerade letzte Woche noch jemand gesagt, die in dem jugendlichen Alter wie ich ist und sagt, du kennst das ja auch, je älter wir dann werden, umso mehr Zipperlein kriegen wir und. Da habe ich gesagt, daran beteilige ich mich überhaupt nicht. Ich habe keine Zipperlein. Warum habe ich keine Zipperlein? Weil ich das mache, was mir Freude macht. Weil ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, also um genau zu sagen, vor ein paar Jahren, ich steige da aus, ich will selbstbestimmt und frei leben. Ich will genau wissen, was meine Mission hier ist, warum ich überhaupt hier bin. Ich nenne das in meinem Sprachjargon gerne meinen Seelenplan entdecken. Ich will meine Visionen und Träume, die ich ausgepackt, die ich mit hierher gebracht habe, wieder auspacken in dem unsichtbaren Rucksack, den ich hier mit hierher gebracht habe, weil so viele Schleier schon über mir gelegt wurden, die mich schon gar nicht mal klar haben sehen lassen, was ist überhaupt der Grund meines Daseins hier, was sind überhaupt meine großen Träume und will selbst bestimmen, wann und wie viel Geld auf mein Konto fließt und auch, wo genau ich Konten habe. Also quasi, es geht auch darum, immer mehr in die Verantwortung zu gehen, dass man auch mal so die eigene Bank ist. Dass Geld für einen arbeitet, dass Geld mit einem arbeitet, dass Geld mal an der Seite ist, an deiner Seite ist wie ein Partner, den du liebst. Solange wir da Themen, Geld, was auch immer ablehnen, welchen Grund soll es haben, zu uns zu fließen? Solange wir uns mit dem zufrieden geben, was gerade im Außen ist und uns damit trösten, das Leben ist halt so. Oder halt auch uns beschweren im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir solche Nachrichten hören oder sehen oder mitbekommen, es wird immer alles schlimmer und, was da so alles abgeht, ändert sich ja nichts im Leben. Ja, du darfst dir Ermutigung, du darfst dir erlauben, deine wahre Größe anzunehmen, zu erkennen, dass du ein absolut mächtiges Wesen bist und jederzeit dich neu entscheiden kannst. Für dich, für dein Herz, für deine Seele, für deinen Weg. Und wirklich ganz, ganz mutig deinen eigenen Weg gehen darfst. Geht das einfach, wenn du auf dich alleine gestellt bist? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch bis heute Mentoren an meiner Seite, weil ich ja auch immer weitergehe, neue Ziele mir stecke und immer neue Menschen an meiner Seite habe,
die dorthin, wo ich hin möchte. Das ist im Grunde immer eh das beste Investment in sich selbst, das man überhaupt machen kann. Und da möchte ich dich einfach mal ermutigen dazu, gerade weil das sollte so geballt, diese beiden Überschriften mir im Internet begegnet sind, dass du dich keineswegs ausgeliefert fühlen musst, diesem ganzen System, dass du keineswegs weiter im Hamsterrad dich gefangen fühlen musst, in der Gelebtwerden-Falle, sondern Einladung, erkenne deine wahre Mission, warum du hier bist, kreiere daraus deinen Seelenberuf, folge dem Ruf deiner Seele und werde wirklich komplett frei und unabhängig. Für dich, für deine Familie, für deine Liebsten. Schau mal, ich habe ja eben erzählt, dass ich aus dem öffentlichen Dienst komme und daher auch mal freiwillig die Kündigung eingereicht habe. Und das war mir nur möglich, weil ich wirklich die Klarheit hatte, wie genau lebe ich meinen Seelenplan, wie genau folge ich dem Ruf meiner Seele, wie genau empfange ich Seelenfreudegeld, wie genau mache ich mich abhängig, unabhängig von diesem ganzen System, wie komme ich raus aus dieser ganzen Unabhängigkeit. Und das sind alles Dinge, die für dich möglich sind. Definitiv, weil, warum behaupte ich das jetzt einfach so? Wir kommen alle aus der gleichen Quelle, in meinem Sprachjargon aus der Quelle allen Seins. Und deshalb haben wir alle hier immer wieder die Möglichkeit, uns neu zu entscheiden. Solange wir aber weiter so denken und fühlen wie bis eben und weiter auch so handeln, wie bis eben, kann sich natürlich nichts ändern. Da darfst du ansetzen. Neu denken, neu fühlen, neu handeln und du wirst andere Ergebnisse in deinem Leben erzielen. Und zwar das ganz stabil. Das ist nicht damit getan, dass ich das einmal am Morgen mache, ein Dankbarkeitsbuch schreibe oder einmal am Morgen mir vorstelle, wie es wäre, wenn. Da gehört einfach mehr dazu. Die universellen Gesetze, das Leben ist immer wohlwollend an unserer Seite. Wir müssen nur mal wissen, wie genau wir das auch, wie genau wir das umsetzen, einsetzen können. Ja? Und das sind alles Dinge, wo ich dir deinen Weg zeigen kann, wie genau du das auch für dich umsetzen kannst. Hab Mut, bewirb dich. Schick dir mal hier einen Link in der Nähe von diesem Video, schreibe ich dir einen Link rein. Da bekommst du noch ein paar mehr Informationen und trag dich da ein zu einem kostenfreien Gespräch. Und dann, ja, schauen wir unter vier Augen, wie genau du jetzt neue Entscheidungen triffst, um auch dich von solchen Nachrichten nicht mehr, ja, beängstigen lassen zu müssen. Das ist jetzt ein gutes Deutsch. Okay, du weißt, was ich meine. Dass solche Nachrichten dich einfach auch nicht mehr tangieren. Das Leben ist viel zu kurz, um es weiter an uns vorbeiziehen zu lassen. Da draußen warten so viele wundersame Dinge, auch auf dich. Es sind so viele Möglichkeiten auch für dich da. Greif danach, greif nach den Sternen und klick auf den Link und lass uns miteinander sprechen. In diesem Sinne. Ciao, ciao.